Okay. Also hier kann ich nicht viel tun. Was kann ich denn hier noch machen? Oh, toll. Ich würde jetzt gerne hier... Das ist die Steuerung für den Bohr. Nicht wirklich passend. Was nicht passt, passt nicht. Nee. Und wo wir gerade beim Ausprobieren sind, warum bohre ich mir keinen... Ach, halt doch einfach deine Fresse, ja? Was soll ich denn jetzt hier machen? Gehen wir wieder dahin. Was kann ich hier jetzt machen? Wie ist der denn da unten hingekommen? Warte, wie ist der denn da hier hingekommen? Verdammt! Moment, da stimmt was nicht. Das sind keine Daten, die ausgewertet werden. Da werden Daten übermittelt. Aber wer macht das? Hier ist doch niemand. Wer übermittelt da Daten an wen? Ach, verdammt, Informatik war noch nie meine Stärke. Hier ist eine Signatur. Quintessenz. Natürlich. Quotabat. Aber was passiert hier? Er übermittelt diese Daten an? Das Raumschiff an die Elohim. Aber warum? Wozu? Denk nach, Rodan, denk nach. Ja, er kommuniziert mit ihnen. Er spricht mit ihnen. Er wollte den Kontakt die ganze Zeit. Er will... Nicht, Kato. Verdammt. Ich muss das aufhalten. Moment, da stimmt was nicht. Dass er übermittelt... Ja, aber wie? Kann ich hier jetzt was machen? Das ist die Steuerung für... Ah! Ausgesprochen komplex. Auf jeden Fall, das ist die Steuerung für... Ich krieg... Das ist, die ist kein Spiel für mich. Mit dem Bohrer kann ich im Raumschiff vielleicht eine Explosion erzeugen. Ja, aber wie zum Henker? Es scheint sich um einen lebenden Kristall zu handeln, der Mondra zwar komplett einschließt, sie aber weiter am Leben hält. Ja, total toll. Warte mal. Das kann doch nicht funktionieren. Ich könnte versuchen, Kato über Intercom zu erreichen. Aber wenn ich mich persönlich melde, wird er davon ausgehen, dass ich alleine hier bin. Aimos Stimme ist immer noch hier drin gespeichert. Ja, was nützt mir das? Ich weiß es nicht und ich bin auch gerade mal wieder total überfragt hier. Geht's hier jetzt irgendwo weiter? Das Material hier an der Oberfläche ist ziemlich brüchig und scharfkantig. Nö. Das Dimensionstor hat sich... Ja, du mich auch. Okay, ich konnte Bulli endlich von meinem Verbleib unterrichten. Derweil hat der Bohrer einen Zugang in das Raumschiff geschnitten. Wenn ich verhindern will, dass Kato und seine Leute den Kern des Raumschiffs erreichen und die Supranlinse dort benutzen, sollte ich mir ganz schnell etwas einfallen. Ja, halte ich für eine gute Idee, dass mir was einfällt. Kato hat das Raumschiff aktiviert. Keine Ahnung, was passiert, wenn die Elohim aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen. Derweil versucht Quotabat in einem gewaltigen Datentransfer einen Kontakt mit ihnen herzustellen. Wenn ihm das gelingt, hat er Zugang zu ihrem Wissen und der Technologie. Das kann ich nicht zulassen. Ja, schön. Ich würde auch schon gerne beide aufhalten. Ich würde mir auch gerne hier chillig irgendwo ein Bier hinter die Birne kippen. Aber solange ich dieses die Gerätschaften blöde... Hier sind zum Teil Jahrtausende alt. So wie es aussieht, müssen die Dinge nicht deaktivieren kann hier. Passiert hier gar nichts. Moment, da stimmt was nicht. Ja, haben wir auch schon festgestellt, danke. Aber irgendwie passiert hier nichts. Da. Die Frequenzen hier helfen mir mit Sicherheit auch nicht weiter. Nicht wirklich. Naja, man kann... Nicht wirklich passend. Das Zentrum des Raumschiffs. Ist das eine optische Täuschung? Ach, guck mal, hier geht's weiter. Tatsächlich ein Lichtschein aus.
Hier kann das doch unmöglich nach. Also manchmal wäre hier so ein Ding, das anzeigt, hör mal, hier geht's weiter. Echt toll. Die sind aber echt hässlich. Diese Supranlinse ist zerbrochen. Vielleicht war das der Grund für die Havarie dieses Raumschiffs. Oder sie zerbrach bei oder durch die Havarie. Auf jeden Fall scheint sie etwas mit diesem mächtigen Elohim hier und mit der Steuerung des Schiffs zu tun zu haben. Darum also ist Kato hier. Das Zentrum des Schiffes. Mhm, genau. Das ist vielleicht der Kommandant oder Navigator. Was ist das für ein Geruch? Ist eher süßlich, trotz des Verwesungsgestanks. Das kommt mir bekannt vor. Das ist der Geruch von Schied. Dieser mächtige Elohim hier wird immer noch damit versorgt. Mhm. Das Super. Zentrum des Schiffes. Ja, danke. Das sieht so aus wie der Abdruck der Supranlinse. Warum hat dieses Wesen eine Haltevorrichtung dafür an seinem Kopf? Das erinnert mich an Delfine oder Walfische. Die haben an dieser Stelle das Organ, mit dem sie sich verständigen und unter Wasser orientieren. Das sieht so aus wie der Abdruck der... Ja, danke. Erwähntest du bereits? So, aber hier kann ich jetzt nicht mehr wirklich viel tun, oder? Nee. Kann das da mit dem da? Okay, hier war jetzt wieder Schicht. Ich krieg hier gleich. Gut, also hier passiert nichts. Gehen wir wieder zurück. Jetzt haben wir ins Raumschiff geguckt. Ich habe Kato doch nicht abgelenkt, um jetzt tatenlos wieder zu gehen. Zuerst muss ich herausfinden, was es mit diesem Raumschiff auf sich hat. Diese Supranlinse ist zerbrochen. Vielleicht war das... Nicht wirklich. Die Frequenzen der Supranlinse. Ah, okay. Mal sehen, was passiert, wenn ich damit spreche. Stimmeinlesung erfolgt. Keine Übereinstimmung mit humanoiden Stimmen erkennbar. Ich weiß jetzt nicht, ob das so toll war. Das scheint tatsächlich einen Effekt zu haben. Diese organischen Strukturen scheinen doch noch zu leben. Diese Supranlinse ist... Mhm. Das gesamte Raumschiff scheint auf diese Klänge zu reagieren. Vielleicht sind die Elohim ja doch noch am Leben. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber irgendwie würde es mich auch nicht verwundern. Ja, dann red doch mal weiter. Irgendwie geil, oder? Nein! Perirodan, welch unverhoffte Ehre. Ich mache durchaus keinen Hehl daraus, dass ich etwas enttäuscht bin, Sie hier zu treffen. Aber Sie wissen ja, wie schwierig es heutzutage ist, qualifizierte Fachkräfte als Mitarbeiter zu gewinnen. Ein ganzes Weltall voller Nieten. Tja, jetzt stehen wir hier. Und es wäre ein leichtes für mich, sie einfach umbringen zu lassen. Hm.
Die Elohim sind eine Bedrohung für die gesamte Milchstraße. Wie es scheint, können diese blutrünstigen Wesen in ihren Raumschiffen Jahrtausende überstehen. Entweder kann ich Kato davon überzeugen, oder ich muss einen Weg finden, zu verhindern, dass er die Supranlinse benutzt und die Elohim wieder zu erwecken. Ja, ist ja natürlich einfach, ne? So wie es aussieht, sind wir beide nur zwei Marionetten eines besessenen Puppenspielers. Hatten Sie in letzter Zeit nicht auch das Gefühl, dass jemand Ihre Schritte lenkt? Und Sie fühlten sich unwohl dabei. Aber Resident Rodan, wir beide zusammen könnten Quarterbutt sein Handwerk legen. Ist das alles, was du willst, Kato? Quarterbutt ausschalten? Sie vergessen, ich habe die Linse, Perry. Damit können wir endlich wieder mit diesen überlegenen, unsterblichen Lebewesen in Kontakt treten. Sie sind einer der mächtigsten Männer der Galaxis. Mit meiner Hilfe und dem Wissen der Yiluzimi könnten sie vollständig beherrschen. Wie selbstlos von dir, Kato. Warum nur fällt es mir so schwer, dir zu vertrauen? Es sieht nicht so aus, als würde ich Kato von seinem Vorhaben abbringen können. Macht und Unsterblichkeit, was sonst? Fragt sich nur, wie ich hier mit heiler Haut herauskomme. Der kam mir schon in der Akademie nicht ganz geheuer vor. Hm. Einer von Katos Leuten als Mitarbeiter im Robotikinstitut. Da hat Aimo den Bock zum Gärtner gemacht. Schwer vorzustellen, dass er mir jetzt helfen wird. Der bullige Gehilfe von Kato. Nicht anzunehmen, dass er absichtlich etwas macht, was mir hilft. Höchstens aus Versehen. Wie das jetzt? Ich dachte mir schon, dass Sie zu viel Angst haben, um etwas wirklich Großes zu tun. Sie sind wirklich nur der erbärmliche, terranische Emporkömmling, der durch einen unglücklichen Zufall den Arkoniden den Zugang zur Unsterblichkeit gestohlen hat. Aber diesmal werden Sie uns nicht aufhalten können. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Ich würde jetzt gerne den Bohrer benutzen. Sehr gerne. Das ist eine Steuerung für den Bohrerkopf. Ich habe aber keine Ahnung, was man da wie einstellen muss. Das ist generell Power, würde ich sagen. Da gibt es eine eingebaute Sicherheitsfunktion, die vor Extremen schützen soll. Auf die Art und Weise wird ein Überhitzen des Schneidlasers verhindert. Aber das ist leider genau das, was ich erreichen will. Das könnte ein Kühlsystem sein. Da gibt es eine eingebaute Sicherheitsfunktion, die vor Extremen schützen soll. Auf die Art und Weise wird ein Überhitzen des Schneidlasers verhindert. Aber das ist leider genau das, was ich erreichen will. Verdammt, dieser Kontrollmechanismus verhindert jede Form von einseitiger Überlastung. Vielleicht gelingt es mir ja, eine Einstellung vorzunehmen, die den Laser überhitzt, wenn ich beide Kontrollpulte benutze. Was kann das da? Damit werden wohl andere Systeme des Bohrers oder des Bohrkopfes kontrolliert. Da gibt es eine eingebaute Sicherheitsfunktion, die vor Extremen schützen soll. Auf die Art und Weise wird ein Überhitzen des Schneidlasers verhindert. Aber das ist leider genau das, was ich erreichen will. Aber das ist leider genau das, was ich erreichen will.
Da gibt es eine eingebaute Sicherheitsfunktion, die vor Extremen schützen soll. Auf die Art und Weise wird ein Überhitzen des Schneidlasers verhindert. Aber das ist leider genau das, was ich erreichen will. Da gibt es eine eingebaute Sicherheitsfunktion, die vor Extremen schützen soll. Auf die Art und Weise wird ein Überhitzen des Schneidlasers... Also, wir mal so. Okay. Und nun? Was das? Schutzbekleidung also. Toll. Ich bekomme diese Kiste nicht mal auf. Ist wohl auch zu meiner eigenen Sicherheit mit einem Sicherheitsschloss gesichert. Wie geil ist das denn? Verschlossener Kind, der eine Schutzbekleidung hält, leider nicht zu öffnen. Wie kaputt ist das denn bitte? Das kann doch nicht funktionieren. Moment, da stimmt was nicht. Das sind keine Daten. Ja. Und, nu? Okay, also, ich kann mit dem Ding nichts anfangen. Ah, warte mal. Ich sehe, wir probieren es nochmal primitiv. Hauen hilft immer. Die Kiste ist schwer genug, um die gesamte Positronik außer Gefecht zu setzen. Mal sehen, ob damit auch der Schutzmechanismus ausgeschaltet ist. Sieht gut aus. Wenn jetzt alles läuft wie geplant, wird das hier bald eine brenzlige Angelegenheit. Aber Bully ist ja noch nicht mal da, aber warum sollte man auch so lange warten? Okay. Reginald Bull, Residenzminister für Verteidigung der Liga Freier Terraner. Kontakt bestätigen. Bully. Bully, hier Perry Rodan. Mann, Perry, weißt du, wie lange ich schon versuche, dich zu erreichen? Ich hab mir fast in die Hosen gemacht vor Angst. Schön, dass du da bist, alter Kumpel. Ja, wir sind auf dem Weg und holen euch da raus. Wie geht es, Mondra? Sie lebt. Beeilt euch. Da macht ihr mal keine Sorgen, alter Kumpel.
So, Freunde, das war's gewesen. Point-and-Click-Adventure Peri Rodan mit eurem Money bei Nacktmull TV. Doch, ziemlich geiles Ende gewesen. Nee, war echt cool. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mir so treu bei den Views gehalten habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei meinen zukünftigen Projekten wieder einschaltet. Und Money ist raus. Adieu.